Shalom und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wurzeln. Heute sprechen wir über Mem, Vav, Tav und wie immer werden wir erst die Binyanim besprechen, dann die Verbtypen uns angucken, weil die beeinflussen ja unser Konjugationssystem. Aber zusätzlich werde ich euch heute, ich hoffe, eine extra Motivationsspritze geben, wofür wir eigentlich diese Wurzel brauchen. Also, wir fangen an mit den Binyanim. Wir haben einmal in Paal sterben und dann im Hif'il sterben verursachen. Es geht mehr in Richtung Euthanasie. Es ist nicht jemanden umbringen, dafür gibt es ein anderes Wort. Es wird auch mehr benutzt im Sinne von für Tiere, also vielleicht einschläfern, aber einschläfern halt nur in diesem Bereich für Tiere. Es ist wirklich ein hässliches Wort, es ist ein brutales Wort und natürlich gibt es auch das Passiv davon, Hufal durch Euthanasie sterben. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe beschlossen, im Moment nur ein Video über Paal zu machen, aus zwei Gründen. Erstens, es ist so wahnsinnig grausam und dass ich mich eigentlich nicht damit beschäftigen möchte. Und zweitens, ich habe so irre viel Arbeit auf meinem Tisch. Ich mache lieber, wenn ich Zeit habe, Videos, die inspirierender sind und die über schönere Themen reden als über das Allerschrecklichste und wahrscheinlich sowieso nicht jeden Tag in eurer Sprache vorkommen. Zumindest hoffe ich das für euch. Also, wir machen jetzt weiter mit den Verbtypen. So, Verbtypen, dieses System nennt sich Gisra. Es handelt sich dabei nicht um Binyanim. Es ist kein Binyan, ein Verbtyp. Wenn ihr wirklich das Thema Gisra nochmal genauer angucken wollt, da gibt es ein Video, dieses Video Nummer 2 von 9 aus einer Serie. Den Link tue ich euch in die Beschreibung des Videos. Und da habe ich wirklich nur über Gisra geredet. Natürlich könnt ihr das auch in meinem Buch nachlesen. In der Beschreibung steht auch, wo ihr das Buch bekommt. Ich werde jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was Gisra ist, aber nicht mehr drauf eingehen. Dafür gibt es das andere Video. Also Gisra, das ist ein Nummernsystem. 1, 2, 3. Im Hebräischen Pei, Ein, Lamed. Die beziehen sich nur auf die Nummern. Es hat nichts zu tun mit Paal. Hier auf der Position 2, also der zweite Buchstabe in der Wurzel, auf Hebräisch ist das die Position 1, dort haben wir ein Waff. Und deswegen heißt dieser Verbtyp ein Waff. Und ein Waff verändert leider an einigen Punkten die Grundregel der Konjugation. Deswegen ist es wichtig zu wissen, warum ist das hier anders? Ah, wir haben ein Waff in der Mitte und schon weiß man, Vorsicht, das geht nicht nach der Regel. So, und jetzt hoffe ich, euch eine extra Motivationsspritze zu geben. Wofür brauchen wir das überhaupt? Also diese Wurzel und in dem Fall in Paal. Ganz einfach. Es öffnet eine große Tür zur Umgangssprache. Wenn ihr diese Wurzel beherrscht, in Paal, ich sag's euch Leute, da schießt ihr einen, zwei, drei Niveaus nach oben mit eurem Hebräisch, weil da könnt ihr wirklich coole Sachen sagen. Ganz tolle Ausdrücke kann man mit diesem Verb formen. Und das kommt nach dem Paal-Video. Also, jetzt werde ich mal schnell mich an das Paal-Video setzen und danach sehe ich euch hoffentlich auch in den anderen. Also, bis dann!